Ja, wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin der Erich Winkler, bin mittlerweile 50 Jahre alt, wohne in Geisenhausen, bin Behindertenradsportler und seit 2017 eben auch Botschafter für Niederbayern. Der Radsport, das hat sich so ergeben, nach meinem Motorradunfall, den ich 2001 gehabt habe, dass ich mir halt überlegt habe, wieder in Sport zum Einsteigen, auch mit Behinderung. Armamputation am Bein weg und dann bin ich halt zum Radlfahren gekommen. Jetzt bei uns in der Gegend zum Trainieren, das ist nicht nur Training und stupide am Boden reinschauen oder auf die Straße, sondern vor allem seit meinem Unfall hat sich das dann so ergeben, dass ich alles viel besser schätze, wenn ich wo bin, wo schön ist. Die Landschaft gibt einem so viel in Niederbayern, das macht es einfach aus und da denke ich wirklich oft dran, dass es einfach Spaß macht, dort zu sein. Und jetzt bin ich halt Sportlehrer für Behinderte. Genau heißt es halt Reha-Sportübungsleiter bei den Lanzerer Werkstätten von der Lebenshilfe und mache halt da Sport in 5 verschiedene Werkstätten. Und das gibt mir wirklich ganz viel. Ich war bei den Paralympics 4-mal dabei und vielleicht geht es sich noch aus, dass ich in Tokio nochmal starten kann.